Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Schulpflicht ist in der Tat auch ein Dauerthema der AfD-Fraktion für unsere Plenarsitzung, eines von vielen. Aber dass heute, lieber Herr Dörr, in diesem Kontext auf die Tagesordnung, es war ironisch gemeint, auf die Tagesordnung zu setzen, das ist wirklich das falscheste Signal. Das muss ich wirklich sagen und unterstütze auch hier den Kollegen Jürgen Renner und hoffe, dass er sich wieder beruhigt. Es ist es nicht wert an dieser Stelle. Unser Engagement muss wirklich und die Kraft muss woanders hingehen. Wir hatten gestern eine sehr engagierte Diskussion mit der GEW und das macht dann auch Spaß und das führt zu Lösungen und das ist eine niveauvolle Diskussion. Also ich kann nur sagen, auch an die Herren der AfD, was wir erlebt haben, den Kindern ist das alles egal. Die haben gesagt, Hauptsache Kita und Schule auf, um jeden Preis. Und darum geht's. Und das ist wirklich, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Das muss ich Ihnen sagen, wenn Sie das erlebt haben, mit welcher Begeisterung die sich wieder getroffen haben. So sehen die das, die haben ganz harte Zeiten hinter sich und die sind noch mittendrin und das wird so schnell noch nicht besser. Und dafür braucht es Lösungen. Und dafür ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Land die allgemeine Schulpflicht. Die steht so in unserem Schulordnungsgesetz. Da gab es ja auch schon viele Anträge von Ihnen in dieser Richtung, die auch abgelehnt worden sind, zu Recht hier im Hause, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist gut so, dass die Schulpflicht dort verankert ist. Sie ist eine echte Errungenschaft. Man muss es anscheinend wirklich immer wieder sagen, ein hohes Gut und das beste Mittel, das Recht auf Bildung durchzusetzen. Und darum ist es auch gerade in der schwierigen Pandemiezeit eben so wichtig, dass es dieses Recht auf Bildung mit der Schulpflicht gibt. Und das zeige ich Ihnen auch gerne an einigen anderen traurigen Zahlen auf, um Ihnen mal vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet, dass Bildung zum Beispiel immer noch ein unerreichbares Recht für Millionen von Kindern weltweit ist, leider. 17% der Heranwachsenden weltweit haben keinen Zugang zu Bildung, schätzt die UNESCO. Das wären 258 Millionen Kinder. 9 von 10 der Betroffenen leben in Afrika und Asien. Corona hat das noch schlimmer gemacht. Im April waren 1,5 Milliarden junge Menschen in 194 Ländern von Schulschließungen betroffen, so die UNESCO. Und diese Schulschließungen haben vor allem die getroffen, die am wenigsten privilegiert sind. Die wurden weltweit in schwierigen Ländern mit schwierigen Bedingungen von bezahlbarem Essen, von einer sicheren Umgebung und sozialer Unterstützung ausgegrenzt. Das ist das, was das bedeutet. Und Online-Lernen. Das haben wir ja erlebt, das konnte und kann die Bildung in der Schule nicht ersetzen. Und benachteiligte Schüler haben online auch eine geringere Chance, von diesen Möglichkeiten zu profitieren. Das ist eben so und auch das bestätigt die UNESCO, deren Direktor sagt, ihnen fehlen die richtigen Geräte, der Internetanschluss ist nicht verfügbar oder zu teuer und es fehlt ihnen schlicht die richtige Umgebung zum Arbeiten zu Hause. Das kennen wir alles, das gilt nicht nur weltweit, das gilt auch hier bei uns im Land. Und in dieser Situation wollen Sie als AfD die allgemeine Schulpflicht schleifen. Das ist das nämlich, was Sie immer wieder versuchen. Und das kann kein Mensch mehr verstehen, ein Recht auf Bildung, um das uns Kinder in der ganzen Welt beneiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stimmt, dass die Vorbereitungen der Regierung für den Umgang mit Corona in der kalten Jahreszeit nicht befriedigend waren. Es hätten schon viel früher mit die Luftfiltergeräte in den Klassensälen ankommen müssen. Wir haben das diskutiert, wir wissen das alles, wir wollen aber nicht dauernd Vorwürfe erheben. Wir wissen auch, wie schwierig das ist, es in dieser Zeit Entscheidungen zu treffen. Wir wissen auch, dass schon viel früher Klassenräume hätten vergrößert werden müssen und Lerngruppen verkleinert werden müssen, um den Mindestabstand im Unterricht zu gewährleisten. All das stimmt. Wir haben das bei uns im Kreistag zum Thema gemacht. Da hätte ich mir auch vielleicht mal die eine oder andere Initiative einer AfD gewünscht, in einem Kreistag zum Beispiel, wo es um die Schulträger ging, weil der Kreis ist halt eben Träger der weiterführenden Schulen. Und das ist ein wichtiges Thema. Bei uns hat sich der Kreistag auf unsere Initiative damit befasst. Und der Landrat hat super Auskunft gegeben und hat seine Befindlichkeiten geschildert und hat erzählt, wie man darüber brütet, über wie man das hinkriegt, dass man vielleicht Hallen anmietet oder Luftfilteranlagen möglichst schnell besorgen kann. Also alles das sind Dinge, die ein Engagement voraussetzen, aber auch ein parlamentarisches Engagement, dass man eben bereit ist, auch konstruktiv Initiativen einzubringen. Und davon sind Sie wirklich meilenweit entfernt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kein Grund,
Wie gesagt, die allgemeine Schulpflicht in irgendeiner Art, es gibt keinen Grund, sie auszusetzen. Das schadet in erster Linie den ohnehin Benachteiligten, denjenigen, die zu Hause eben keine akademisch ausgebildete Hilfe erwarten können und die sich keine teure Nachhilfe oder kostenpflichtige Online-Lernangebote leisten können. Die Schulschließungen im Frühjahr waren für die Kinder und Jugendlichen wirklich verheerend und die Rückstände, die diese Schließungen verursacht haben, die sind noch lange nicht aufgeholt. Deshalb wäre es jetzt verantwortungslos, ausgerechnet in dieser schwierigen Zeit eben jetzt noch das Fernbleiben vom Unterricht und damit weiteren Unterrichtsausfall zu befördern. Und nun ein Blick noch zum gestern Abend eingegangenen Antrag der Koalition. In der Tat, Sie waren wirklich sehr zeitnah mit Ihrem Antrag am Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie geloben dahingehend mal Besserung. Das war wirklich, um 6:45 kam der an, also muss wirklich nicht sein. Sie haben genug Personal, um Ihre Anträge früher auf die Reihe kriegen zu können, finde ich. Aber gut, wir teilen das Ziel, den regulären Schulbetrieb auch in der Pandemiezeit so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir teilen dieses Ziel, was Sie in Ihrem Antrag formuliert haben. Hören Sie zu, das teilen wir. Die Schulschließungen im Frühjahr, die haben gerade die benachteiligten Schülerinnen getroffen. Das hatte ich gerade eben ausgeführt. Deswegen muss das eben unbedingt vermieden werden, dass es wieder so weit kommt. Und dazu gehört ein Vorgehen, das nicht weiter zur Verunsicherung der Betroffenen führt. Und hier muss einfach auch mal Kritik erlaubt sein. Auch das gehört zur Wahrheit und zur Debatte dazu. Wir haben ja eine ganz besondere Fürsorgepflicht. Auch das haben wir gestern erörtert. Die Maskenpflicht im Unterricht, das war ein langes Hin und Her, das unnötig war. Zuerst kategorisch nein, dann doch ab Klassenstufe 10, dann jetzt doch ab Klassenstufe 5. Bei allem Verständnis, eine vorausschauende Politik mit einem stimmigen Kurs war das nicht wirklich. Kolleginnen und Kollegen, das müssen Sie sich auch mal sagen lassen. Ich sage das wirklich ohne Schärfe, Herr Kollege. Sie wissen, ich mag Sie und ich schätze Sie, aber Sie müssen diese Diskussion auch zulassen. Das gehört auch zur Ehrlichkeit in der Schuldebatte dazu. Dann die Quarantäneregelung. Das geht nicht mit dem Bildungsministerium heim. Das wissen wir auch. Hier sind die Gesundheitsämter, die Landkreise zuständig. Aber wie gesagt, das Auf und Ab der Empfehlungen ist für die Lehrerinnen und Lehrer sehr schwer, die, wie das der SLLV heute gesagt hat, empfinden sich als Spielball der Entscheidungsträger. Auch hier muss man schauen, wie man das verbessern kann. Letztes Stichwort, die FFP2-Maskendiskussion. Das ist kein Luxus, sondern wir haben das auch gestern diskutiert. Es ist möglich, das Land sehe ich in der Pflicht, hier flächendeckend zur Verfügung zu stellen zum Schutz der Lehrkräfte. Auch das haben wir gesagt. Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist schon zu Ende und ja, ich habe Sie schon länger laufen lassen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, das weiß ich zu schätzen. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Da schließe ich mich dem Jürgen Renner wiederum an. Es sind so viele Kinder gefährdet. Die brauchen den Schutz im Lebensraum Schule und dann macht es überhaupt keinen Sinn, in diesen Zeiten eine solche Diskussion, wie sie die AfD-Fraktion hier im Haus führen will, zu führen. Das macht keinen Sinn. Das geht gegen das Wohl der Kinder.